Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Wir sehen da gerade das, wo wir heute hinfliegen werden, nämlich zur Sondenorbitalkanone. Diesmal wieder zerrissen hat, komplett. Und fällt jetzt zum ersten Mal auf, dass unsere Landeplattform auf so einem gigantischen Baum ist. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Säule. Aber würde auch Sinn machen, weil hier ist ja alles mit Bäumen, hier mit den Dingen und allem. Ja, gibt schon Sinn. Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja letztes Mal, wir können ja nochmal hier anschauen. Was haben wir nochmal letztes Mal gemacht? Wir waren hier, genau, wir waren letztes Mal bei den Meerestiefen. Und ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt mit den Kackquallen. Und beim Sondennachführungsmodul. Und heute schauen wir uns den Rest der Sondenorbitalkanone an. Ich würde sagen, wir verschwenden keine großartige Zeit. Legen instant den Anzug zurück. Speaking of verschwendete Zeit. Können wir die Sondenorbitalkanone eigentlich schon anvisieren? Ich glaube nicht. So. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir so ein bisschen mit der mitkommen würden. Genau, also wir passen jetzt quasi die Geschwindigkeit an. Gehen noch ein bisschen hin, genau, und jetzt fliegen wir so dazu, genau. Genau. Oh, da hat es gerade eine Insel hochgehauen. So, genau. Und wir können hier sogar wunderbar landen. Okay, wunderbar ist vielleicht anders, aber... Ja. Doch, ich würde sagen, das passt so. Alles klar. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier runter, genau. Na dann. Alles verwirrt mich immer. So. Genau, hier ist der Mittelteil der Sondenorbitalkanone. Schiffslog aktualisiert. Und hier ist der Dom. Nee, da feuert es. Da ist die Probe drinnen gewesen. Das lilane Ding. Also die Sonde selbst. Hier in dem Teil. Sieht man auch hier so wunderbar hier, in welche Richtung es feuert. Genau. Wie Kimme und Korn sind die beiden Ringe da. So. Na dann. Steuerungsmodul. Komm. Hallo. Startmodul. Und Sondennachführungsmodul. Sondennachführungsmodul wissen wir ja. Ja. Ist nicht vorhanden, liegt auf dem Grund der Untiefen der Riesen. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ich weiß gar nicht. Das können wir hier gar nicht nachschauen. Scheiße. So ein mobiles Schiffslog wäre nice. Ich weiß nämlich gerade nicht, welches von den beiden zerstört war und welches noch vollständig war. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das hier rein. Das müsste jetzt das Steuerungsmodul sein. Das mit der einen einzelnen Kuppel, sage ich jetzt mal. Genau, hier ist auch noch vollständig. Genau, und hier kann man auch switchen. Alright. Na dann. Was haben wir denn hier? Aufheben, Untiefen der Riesenprojektionsstein oder Startmodulprojektionsstein? Ne, wir machen erstmal Untiefen der Riesenprojektionsstein. Und zuerst lesen wir.
Ich habe schlechte Neuigkeiten, Evans. Yarrow sagt, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sonnenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den Arm, mechanischen Arm nehmen willst, Cassava. Ich wünschte, es wäre so, mein Freund. Sie sind sich nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sondenorbitalkanone bis auf weiteres stillgelegt wird. Sage Privet und Mallow bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigungsanlage verbleiben. Neuigkeiten! Mallow und ich werden uns dir und Des anschließen. Privet hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu besuchen. Sie hat Angst, Idea könnte sich dafür verantwortlich fühlen. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir hier uns wiederfinden werden. Oh, hier bei der Fertigungsanlage. Ja, wo die beiden waren. Ergibt Sinn. Ich finde die Technologie dahinter immer noch sau nice. Gut, und jetzt Startmodulprojektionsstein. Oh, das sind die Untiefen der Riesen. Ich dachte gerade, what the fuck ist jetzt los? Aber wir drehen uns halt einfach krass gerade. So, was für Neuigkeiten vom Startmodul? Mallow, meine bessere Hälfte. Cassava schickt die letzten benötigten Komponenten für die Kanone. Schon bald, relativ gesehen, wissen wir, wo genau sich das Auge befindet. Cassava erklärte mir, dass er und die Mannschaft der Fertigungsanlage ein Energielevel festgelegt haben, das wir unter keinen Umständen überschreiten dürfen. Ich verstehe. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir diese Anweisung ignorieren werden? Ich gehe stark davon aus, dass unsere Freunde unser Naturell mit einkalkuliert haben. Also bestätige ich die Annahme. Jetzt kann man natürlich sagen, sehr unvernünftig. Andererseits, wenn die das Energielevel damals nicht so hoch geschraubt hätten, bevor die Geistermaterie sie alle getötet hat, hätten wir eventuell tatsächlich das Auge des Universums den Standort noch nicht. Wenn das Energielevel nicht hoch genug gewesen wäre. Und es die Kanone immer wieder schon über 9 Millionen Mal zerlegt hat. Indem wir der Sondenorbitalkanone alle Energie geben, die sie strukturell aushalten kann, eröffnen wir uns die größten Chancen, das Auge des Universums zu finden. Habe ich gerade gesagt. Ja, die Sonne muss sich so schnell wie möglich, so weit wie möglich bewegen. Ich nehme die nötigen Anpassungen vor. Der Gedanke, dass wir die herausfordernde und lehrreiche Suche unserer Vorfahren letztendlich zu einem Abschluss bringen können, erfreut mein Herz ungemein, mein Liebster. Mir ist gerade übrigens wieder eingefallen, wir erleben jetzt hier schon unzählige Loops. Wären wir und Gabro nicht bei der... Gabro hat sich vielleicht auch irgendwann mal was einfallen lassen oder was gemacht, aber wären wir nicht bei der Statue gewesen, wären wir eventuell niemals dazu gekommen, da wären wir einfach, sagen wir mal, unserem Tag nachgegangen, hätten unseren ersten Start gehabt, wären vielleicht zum bröckligen Krater geflogen oder irgendwohin. Dann wäre auf einmal die Sonne zur Supernova geworden und alles, alle Geheimnisse der Nomai, alle Sachen von den Kamina wären einfach komplett ausgelöscht worden. Das Wissen darum, dass das Auge des Universums existiert. Hätten die Nomai das damals nicht gemacht, wahrscheinlich Tage oder Wochen, bevor sie ausgelöscht worden sind, bevor der Eindringling kam, könnte man natürlich einnehmen, vielleicht wollte das Auge nicht mehr gefunden werden und hat den Eindringling geschickt, um die Nomai, die ihm auf der Spur waren, zu töten durch den Kern. Aber
Also es kam, der kam vom Auge der Eindringling, aber vielleicht war der Eindringling einfach nicht schnell genug hier und die haben halt alles in Gang gebracht, was es so aktuell gab. Und ja, hier im Startmodul ist alles so ein bisschen weniger gut, sag ich jetzt mal. So, da. Damit wäre hier alles. Schauen wir mal, was hier drüben noch so gibt. Hier. Blup. Alright. Na dann. Dasselbe wie beim Nachführungsmodul. Also dieselbe Konstruktion. Oder ist die Sondenorbitalkanone? Das ist quasi der Lau. Nee, das sind wir, oder? Nee, das ist Projekt Zwillingsasche. Ich dachte gerade, das ist ein Teil der Orbitalkanone, aber ist es gar nicht. Vor 8 Minuten und 25 Sekunden Anfrage zur Sondenstartfreigabe vom Projekt Zwillingsasche erhalten. Kanone mit zufälliger Sondenflugbahn ausgerichtet. Gravitationsfeld aktiviert. Ja, das wissen wir ja schon, dass es dafür verantwortlich war. Oh ja. Da sieht man, wie es geschossen wurde und dann wie alles. Ja, wie es dann hier das weggesprengt hat dadurch. Beginne Startaufzeichnungen. Sondenorbitalkanone. Startanfrage erhalten. Sondenstart erfolgreich. Sondennachführungsmodul empfängt Daten von der Sonde. Warnung. Strukturelle Integrität der Sondenorbitalkanone wurde beim Start beeinträchtigt. Schäden an verschiedenen Modulen ermittelt. Nur nicht am Sondennachführungsmodul, weil das ist ja nicht hier, sagen wir mal. Und das ist jetzt hier die genaue Zusammenfassung des Schadens, oder was? Schadensbericht zur Sondenorbitalkanone. Mehrere strukturelle Schwachstellen entdeckt. Schaden an Modulen wird ausgewertet. Steuerungsmodul intakt. Keine strukturellen Schäden. Startmodul. Aussichtsfenster beschädigt. Ah, hier ist das Steuerungsmodul. Aussichtsfenster beschädigt. Modul dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Sondennachführungsmodul fehlt. Und? Da unten ist hier noch mehr. Ist da unten nicht noch mehr? Text? Oder ist der immer? Ist dieser vermehrte Text immer? Schauen wir mal. Okay, ja, da unten ist immer noch mehr Text. Ich dachte gerade, ich kann das irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen nicht lesen. Aber okay. Ja, dann haben wir hier, brauchen wir nicht unbedingt, haben wir das schon mal abgeschlossen. Alter, dass die Untiefen der Riesen so gigantisch immer daneben sind, das macht mich schon irgendwie so ein bisschen fertig. Nein, nein, nein. Okay, jetzt müssen wir hier einigermaßen so reintreffen in den Ausgang. Vielleicht gibt es dafür sogar irgendwie eine bessere Lösung, aber die will mir gerade offensichtlich nicht einfallen. So, und hier. Nein. Startmodul. Genau.
Okay, nee, da müssen wir mit unserem Raumschiff offensichtlich hin. Oder beziehungsweise hier können wir ja raus. Jetzt müssen wir prinzipiell nur einmal hier rüber, oder? Nee. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, wenn wir... Nochmal. Ich bin gerade wirklich ein bisschen nicht ganz... Keine Ahnung, wo wir gerade hin sollen. Okay, das ist jetzt Arsch. Okay, das sah gerade krass aus. Okay. Hier ist der zentrale Punkt. Und einer von diesen Armen, der hier ist beschädigt, wie es aussieht. Das heißt, hier konnten wir nicht rein. Das heißt, theoretisch... Ja, hier können wir rein. Das schaut gut aus und richtig. Aber wir haben gleich kein Fuel mehr. Fuck! Okay, ich werde noch mal schnell zum Schiff. Und nachfüllen. Weil ich glaube, alles andere ist gerade so ein bisschen Himmelfahrtskommando. Hat nichts gegen ein gutes Himmelfahrtskommando, aber jetzt gerade eher nicht. So, alles auffüllen. So, welches war es jetzt? Shit. Da fehlt es. Nee, das ist vollständig. Das hier ist eingebrochen. Oder? Ja, das ist das Eingebrochene. Das sieht man gleich an dem Zugangsweg, sage ich jetzt mal. Okay, hier ist auch das nicht funktional. Komplett. Hier ist alles im Arsch eigentlich. Außer hier. Hier ist noch okay. Aber der Rest ist am Sack. Nur hier vom Sondennachführungsmodul. Und nur das Sondennachführungsmodul, sonst ist hier gar nichts. Okay. Na, wir wissen eh schon, wie es dort ausschaut. Aber ich schätze mal... Hier durch, mit diesen komischen Strukturen und dem... und diesen elektrischen Dingern hier... Da sieht man, glaube ich, gerade, wie eine Qualle durchkommt, aber man sieht es schlecht. Weil mit den Farben so ein bisschen gefickt wird hier in diesen Dingern. Aber ich glaube, man kann so eventuell erahnen, wie man oder wo das ist, wenn man es noch nicht gefunden hat. Alright, dann stell dir vor, Privet, das Sondennachführungsmodul wird von uns allen zuerst... das Sondennachführungsmodul wird von uns allen zuerst die Koordinaten des Augen des Universums erfahren.
Du wirst die Erste sein, die sie mit eigenen Augen sieht. Es ehrt mich und macht mir auch etwas Angst. Ich bild mir ein, das haben wir schon gelesen. Ich glaube, dasselbe war auch bei der beim Nachfangsmodul eine Kopie davon. Du wirst doch von der Sondenorbitalkanone nicht verlangen, dass sie so viel Energie aufwendet, dass sie kaputt geht, oder? Mach dir keine Sorge, meine nervöse Freundin. Wir müssen die Sonde ja nur ein einziges Mal abschießen. Wen stört es also, wenn die Sondenorbitalkanone etwas beschädigt wird? Mich stört es, Mallow. Mich stört es, weil wir keine Daten der Sonde empfangen können, wenn das Sondennachführungsmodul zerstört wird. Dann war es sogar ein Segen, dass die das auf hochtourig eingestellt haben. Beziehungsweise dann war es nicht nur ein Segen, dass sie es hochtourig eingestellt haben, sondern dann war es auch ein wirklicher Segen. Oh. Dann war es auch ein wirklicher Segen, dass wir... dass das Nachführungsmodul nicht hier dran ist, weil sonst wäre das garantiert komplett zerfickt worden. Du scheiß Quantenmond. Wäre es garantiert komplett zerfickt worden und wir wüssten nicht, wo das Auge liegt. Mallow, meine bessere Hälfte. Kassava schickt die letzten benötigten Komponenten für die... Einen Moment, das haben wir gesehen. Nee, okay, das... Das ist genau das, was wir... Und jetzt kommt da unten noch was. Ja, genau. Das ist genau das, was wir im Startmodul gelesen haben. Aber haargenau dasselbe. Genau, und hier ist einfach die andere Seite. Alright. Aber sonst gibt's hier wirklich nichts, wie es aussieht. Hier kommt man nicht durch. Ja. Na dann. Würde ich sagen, haben wir hier bei der Sondenorbitalkanone alles gemacht, was es zu machen gibt. Ziemlich schnell sogar. Das heißt, wir können tatsächlich uns noch dieses Special Ending heute anschauen, wie ich letztes Mal schon angeteased habe. Was wir... Mich verwundert, dass das Sondennachführungsmodul nicht mit den Meerestiefen verbunden ist. Oh! Moment, die Pfeile erklären immer, wie es verbunden ist. Gabrus Insel ist mit den Meerestiefen so weit verbunden, dass er sagt, dass starke Strömungen verhindern, dass jemals etwas komplett versinkt. Und die Dorneninsel hat damit mit den Meerestiefen zu tun. Und Feldspat hat einen Weg gefunden. Das heißt, wahrscheinlich wäre es auch noch eine Möglichkeit, außer was ich gemacht habe, einfach Brute Force, alles was irgendwie möglich ist, zu probieren. Wäre es wahrscheinlich auch eine vernünftige Möglichkeit gewesen, einfach nach Feldspat zu suchen. Und zwar hat sich der ja... Das heißt, wir hätten zuerst nach Schwarzdorn und dort hätten wir Felsspat gefunden. Und der hätte uns dann vielleicht sagen können, wie man in die Meerestiefen hier reinkommt. Geil, das heißt, ich hätte mir locker eine Stunde herumprobieren... Oder also eine Stunde vielleicht nicht, aber... Ich hätte mir auf jeden Fall einiges an Zeit mit herumprobieren ersparen können offscreen. Hätte ich das mal mit diesen Pfeilen, dass die erklären, wie das zusammenhängt, vorher gewusst. Okay, Sondenorbitalkanone. Die zerstörten Überreste einer Raumstation der Nomai in der Umlaufbahn der Untiefen der Riesen. Es gibt drei Zugangswege, die vom zentralen Bereich abzweigen. Die Sondenorbitalkanone wurde geschaffen, um den genauen Standort des Auges des Universums zu finden. Und die Nomai betrieben die Sondenorbitalkanone über ihre maximale Krafteinstellung hinaus und mit noch höherer Genauigkeit. Mit noch höherer Genauigkeit, ich dachte mit noch höherer Wahrscheinlichkeit oder noch schneller das Auge zu finden.
mit weniger verschiedenen. Wirklich mit Genauigkeit, okay. Übrigens, was mir jetzt erst einfällt, hier sind ja drei Vektoren, beziehungsweise drei Zahlen oder drei Sachen von der Nomai, in der Nomai-Schrift halt. Und ich bin mir relativ sicher, dass, weil das Auge des Universums ist ja im dreidimensionalen Raum, was heißt, das wären die X, Y und Z-Koordinaten relativ zur zur Sondenorbitalkanone sein. Wie weit, also wie viel in diese Richtung, in diese Richtung und in diese Richtung zu einem wahrscheinlich von uns nie herausfindbaren Reference Frame die Sonde tatsächlich verschickt wurde. Das heißt zum Beispiel, die Sonne ist der 000-Punkt und die Sondenorbitalkanone ist dann der 100-100-100-Punkt. Und nach diesem Reference Frame dieser beiden zueinander, aber die Sondenorbitalkanone ist nicht stationär gegenüber der Sonne, also I don't know. Die Weißlochstation ist allerdings immer mit der Sonne im selben. Also die Weißlochstation bewegt sich nicht im Vergleich zu den Planeten. Das heißt, vielleicht sind die beiden einfach das Reference Frame. Aber das sind Spekulationen, über die haben sich wahrscheinlich die Developer noch nicht mal Gedanken gemacht. Die Gedanken, die ich da gerade habe. So, das Startmodul ist stark beschädigt, aber sein Projektionsbecken ist noch intakt. Projektionsbecken? Ach ja, wo man sich irgendwo anders quasi durchschauen kann. Ja, okay. Nicht das, wo die komische Flüssigkeit drin ist, die braunartige. Eine Nomai namens Mallow argumentierte, dass es keine Rolle spielen würde, ob die strukturelle Integrität der Kanone beeinträchtigt sei, da sie die Sonde nur einmal abfeuern mussten. Eine Nomai namens Privet widersprach, dass sie die Daten der Sonde nicht empfangen könnte, wenn das Senden-Nachführungsmodul zerstört würde. Gut, dass das am Grund des Meeres liegt. Sehr gut. 9,3 Millionen Sonden. Das ist immer noch unfassbar. Das Steuerungselement erhielt vor kurzem eine Anfrage vom Projekt Zwillingsasche zum Start der Sonde. Die Sondenkanone wurde mit einer zufälligen Sondenflugbahn ausgerichtet. Die Sonde wurde erfolgreich gestartet, aber die strukturelle Integrität der Kanone wurde dabei beeinträchtigt. Es wurden Schäden an mehreren Modulen erkannt. Hier steht übrigens immer noch 54. Ich frage mich, wenn wir wieder runtergehen würden. Weil es wären ja prinzipiell nur unsere Erinnerungen. Nee, es werden nur unsere Erinnerungen zurückgeschickt. Das heißt, im Endeffekt, weil nur unsere Erinnerungen zurückgeschickt werden und nicht sich tatsächlich ein Zeitzyklus wiederholt, es werden ja nur unsere Erinnerungen zurückgeschickt. Das heißt, die 9,318 Millionen Kanone und die paar 54, das ist tatsächlich die letzte, die geschickt wird vor der Supernova. Und wie lucky ist es schon wieder, dass die 9.318.030. glaube ich oder so war es ja, dass, oder von mir aus auch 20. oder erst vor ein paar Dutzend Versuchen wurde das Auge gefunden. Wäre die Sonne auch nur ein paar Wochen vorher Supernova gegangen, dann wäre das Mysterium des Auges immer noch ein. Dann hätte die nicht genug Sonden abgefeuert, um alle möglichen Winkel zu testen. Oder hätten sie sie damals nicht überstark eingestellt? Leck mich am Arsch. Ich habe schon wieder eine Gänsehaut wie sonst was. Wie krass das doch alles ist. So, wir brauchen übrigens Zwillingsasche. Weil wir wollten uns ja noch dieses Special Ending anschauen und das können wir jetzt eigentlich ziemlich gut. Oh, 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 oh,
Oh Gott, ich dachte gerade ganz kurz, dass wir verrecken. Oh, la 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 la. Alright. Na dann. Glutzwilling, wo bist du? Da bist du. Ist noch Sand übrig? Jo, es ist noch Sand übrig. Aber wahrscheinlich nicht mehr viel. Also es könnte schon sein, dass bevor der überhaupt hier ist, der abschwacht. Weil wie ihr hier seht, es ist nicht mehr viel. So, und? So, da. Wie gesagt, drei Masken. Ich bin echt sehr gespannt. Hier steht ja Sonden-Nachführungsmodul, Gedächtnisstatue, der und die, also die beiden Gedächtnisstatuen waren meine. Sonden-Nachführungsmodul. Ah ne, das Sonden-Nachführungsmodul erhält... Ne, stimmt. 2 Minuten noch. Moment, Daten erhalten, Sonden-Nachführungsmodul. Auf den Untiefen der Riesen. Okay, ich bin mir echt noch immer nicht hundertprozentig sicher, was das heißt. Heißt das nur, dass das Projekt... Nee, es erhält die Daten davon für die... Daten erhalten vom früheren Zyklus. Nee! Das dritte... Die dritte Maske ist keine Erinnerung eines lebenden Wesens. Die dritte Maske... Die dritte Maske ist keine Erinnerung eines lebenden Wesens. Die dritte Maske ist die Information der Sondenorbitalkanone. Die Inf... der Sondenorbitalkanone. Die Info der Sondenorbitalkanone. Die Info der Sondenorbitalkanone. Die Info der Sondenorbitalkanone ist die Info der Sondenorbitalkanone, wo alle Sonden hingeschickt wurden. Das ist keine Erinnerung von einer Person. Gabro und wir sind echt die einzigen. Okay, das ist gerade saugeil. So, und wir machen dasselbe, was wir jetzt schon einmal gemacht haben, nämlich, und ich bin froh, dass ich das nachgelesen habe, weil das ist so eine Sache, die, auf die wäre ich wahrscheinlich selber nie gekommen. So, die Energie der Sonne... Erzeugt jetzt nämlich hier ein schwarzes Loch. Und in das können wir rein. Und jetzt passiert was Krasses. Und dafür mache ich jetzt gleich einen ganz kurzen Cut, weil das braucht ein paar Minuten, weil wir wieder hierher müssen ins Projekt Zwillingsasche. Aber leck mich am Arsch. Wird sich das gleich lohnen, wenn das da... Also ich habe es nicht genau gelesen, was abgeht, aber... Ah.
Aber nichtsdestotrotz wird das hier jetzt gleich sehr geil, wenn es so ist, wie es auf der Internetseite beschrieben ist. Und das Ende dann tatsächlich... Wir haben das Ende ja schon so halb getriggert. Wir haben ja schon einmal die Credits gesehen, aber ich habe halt nicht gewusst, warum. Und jetzt werden wir gleich sehen, warum. Angeblich. Also ich hoffe mal inständig. So, da. Wie gesagt, ich habe übrigens schon längst aufgegeben, versucht hier die Fröste und Tiefen der Riesen. Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die ist. Schaut mal an, wie weit die... Da ist sie. Da unten. Unten. Man sieht sie. Genau jetzt rechts neben dem Cursor. In dem Grid, was sich bewegt. Das ist die Sonde von den Untiefen der Riesen. Der nachzujagen. Bist du wahnsinnig? Das muss... Das ist schwierig. Ich frage mich übrigens gerade, was ist mit den ganzen Sonden, die irrtümlich in die Untiefen der Riesen reingeschossen wurden. Weil es ist ja eine zufällige, na? Ihr versteht schon, eine zufällige Flugbahn. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn hier Projekt Zwillingsasche wieder freigelegt ist. Und ja, macht euch schon mal auf was gefasst. Ich bin jetzt leider so ein klein bisschen gespoilert, aber... Ja, ich sage jetzt einfach mal bis gleich und ja. So, und da kommt der Glutzwilling. Ja, dann würde ich sagen, auf ein neues. Ich frage mich übrigens, wer das hier ist. Wer ist dieser Nomai, der da gestorben ist? Ich meine, jetzt ist natürlich niemand mehr drinnen, aber wem haben diese Kleidung hier gehört? So, jetzt müssen wir eigentlich nur mal ganz kurz warten, bis wir hier komplett eingehüllt sind. Und... So, dann jetzt bin ich gespannt, weil ich habe nur gelesen, was jetzt hier passieren soll. Tatsache. Rede mit ich. Wow. Was geht hier vor sich? Wenn du ich bist, dann bin ich jetzt genauso verwirrt, wie du es bist. Haben wir die gleichen Erinnerungen? Gute Frage. Ich erinnere mich an all die Zeitschleifen, inklusive der, als ich in das schwarze Loch hier gesprungen bin. Was ist mit dir? Ja, inklusive der letzten, als ich in das Jahr. Ich auch, aber ich bin danach wie immer im Lagerfeuer aufgewacht. Ich auch, wahrscheinlich unterscheiden sich aber seit dem Beginn der aktuellen. Ich auch, aber ich bin danach wie immer am Lagerfeuer aufgewacht. Es ergibt Sinn, dass eine Version von uns beiden wieder am Lagerfeuer erwacht ist. Hey, was glaubst du, was wird passieren, wenn du am Ende der Zeitschleife nicht wieder in das schwarze Loch springst? Wir haben ja schon mitbekommen, was passiert, wenn man einmal ins schwarze Loch springt und dann nicht mehr. Wenn ich das nicht tue, wie kann es dich dann geben? Da hast du recht. Ich meine, ich fühle mich ganz real, also bin ich nicht nur eine Einbildung von dir, glaube ich. Das ist genau das, was eine Einbildung von mir sagen würde. Ich bin zwar kein Experte, aber du kommst mir recht real vor. Danke, du scheinst mir auch ganz real zu sein. Dann gibt es jetzt wohl einfach zwei von uns. Jedenfalls war nett, mit dir geplaudert zu haben, beziehungsweise mit mir. Unfassbar merkwürdig, aber nett. Wir sehen uns. Das ist der aufregendste Tag in meinem Leben.
Also es ist ja ganz lustig, dass es jetzt zwei von uns gibt, aber ist das wirklich so aufregend? Erinnerst du dich an den Tag, als wir... Weißt du noch? Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich immer noch der alleraufregendste Tag gewesen. Das erste Mal hier Projekt Zwillingsasche entdecken ist definitiv ganz weit oben auf der Liste. Ich habe recht, stimmt's? Aber heute ist wahrscheinlich der zweitaufregendste Tag unseres Lebens, also nach dem Tag. Woran erinnerst du dich noch? Wir sollten die gleichen Erinnerungen haben, zumindest bis zu dem Punkt mit dem Aufbruch ins Weltall und der Entdeckung dieses außerirdischen Zeitschleifendingsbums. Ich erinnere mich an all die Zeitschleifen, inklusive der letzten, als ich in das schwarze Loch reingesprungen bin. Was ist mit dir? Ich auch. Wahrscheinlich unterscheiden sich unsere Erinnerungen, allerdings seit dem Beginn der aktuellen Zeitschleife. Ich verstehe. Immerhin hat der Sprung in das schwarze Loch ja auch zwei von uns gemacht. Was glaubst du, wird passieren, wenn du nicht wieder ins schwarze Loch springst? Das ist eine gute Frage. Die Frage lässt mir keine Ruhe. So eine Situation hatte vor uns bestimmt noch niemand. In diesem Sinne sind wir die Feldspats des Zeitreisen. Hui, Feldspat würde wahrscheinlich dank der Zeitschleife immer verrücktere Dinge abziehen, was? In diesem Sinn bin ich ganz froh, dass es nur uns erwischt hat. Und Gabro. Jedenfalls war nett, mit dir geplaudert zu haben, bitte, ja. Nein, ich wollte... Das ist jetzt merkwürdig. Tja, die Nomai haben wahrscheinlich bei der Errichtung von Projekt Zwillingsasche nicht dran gedacht, dass jemand damit ein Lebewesen verdoppeln würde. Ich frage mich, ob das zur Verdopplung unserer Probleme führen wird. Naja, wir reden gerade sogar miteinander, aber bisher ist noch nichts explodiert. Eisenhut sagt immer daran denken, dass man... Was? Eisenhut sagt immer, daran erkennt man, dass das Date gut läuft. Okay, das nehme ich. Mag sein, aber Schiefer würde sagen, dass es ein ziemlich langweiliges Date ist. Darum sind Eisenhut und Schiefer wahrscheinlich nie miteinander auf ein Date gegangen. Und natürlich auch wegen der Geschichte mit Eisenhuts Auge. Oh ja, das Ding mit dem Auge. Ja, das, ja. Lass uns bitte nicht weiter darüber reden. Um mal schnell das Thema zu wechseln, erinnerst du dich, wie wir am Ende der letzten Zeitschleife in das schwarze Loch gesprungen sind? Was würde wohl passieren? Das werden wir wohl herausfinden. Kann sein. Jedenfalls war nett, mit dir geplaudert zu haben, beziehungsweise mit mir. Und jetzt will ich noch eine Sache, nämlich... Was haben wir getan? In dieses schwarze Loch zu springen war eine furchtbare Idee. Ich musste einfach rausfinden, was passieren würde. Okay. Jetzt geht's mir besser. Okay. Ich glaube, wir haben ihn komplett broken. Oh. Nee, ich würde eigentlich... Jedenfalls, ja genau. Wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns. Aber... Was passiert, wenn man nicht nochmal ins schwarze Loch springt? Das wissen wir ja schon. Von daher würde ich sagen, werden wir einfach mal schauen, was passiert, wenn man nochmal ins Spiel vorbei. Ich muss dafür jetzt den ganzen Ablauf wieder warten, oder?
Ja, wisst ihr was, dann würde ich sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Was passiert, wenn man ein zweites Mal in das schwarze Loch springt? Ob dann vielleicht irgendwas anders ist? Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.